Guten Morgen, wir sind heute auf dem Weg zum Gordon Ramsay Restaurant hier im Icon Park. Da gibt es ein Fish and Chips Restaurant, da sind wir ja neulich schon mal dran vorbeigelaufen, als wir hier bei Madame Tussauds waren und so weiter. Aber durch meinen Zahn sind wir da ja nicht mehr essen gegangen. Aber ich habe mir gedacht, jetzt ist hier wieder alles in Ordnung und ja, wir testen das mal aus. Ja, ich war selber noch nie bei Gordon Ramsay essen, aber ich bin mal gespannt. Sind es wirklich die besten Fish and Chips hier? Wir werden es rausfinden. Ja, eine Sache, die ich hier ganz toll finde am Icon Park, ist, dass ihr im Parkhaus von der 4. bis 7. Etage kostenlos parken könnt. Ja, wir wollen gerade wieder zu unserem Auto in der Parkgarage und wir stecken im Fahrstuhl fest. Hello, we're stuck in the elevator. The doors aren't opening and the elevator isn't moving. Hier habt ihr nochmal eine kleine Übersicht über den Park, was es hier alles gibt und was ihr machen könnt. Ja, und da sind wir bei Gordon Ramsay. Könnt ihr sehen hier an den roten Telefonbuszellen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. So, jetzt sind wir hier drin. Ist ähnlich aufgebaut, würde ich mal sagen, wie so eine Pommesbude. Relativ klein. Hier an der Seite sind ein paar Tische, draußen auch. Das ist das Menü. Ich denke, vom Preis her ist es völlig in Ordnung. Können wir gleich hier vorne bestellen. Ich bin noch am Überlegen, was ich genau nehme, aber das zeige ich euch gleich. Also ich denke, wir nehmen ganz normal die Fish and Chips. Die Chips, also die Pommes, nehmen wir mit Natural Sea Salt. Und vielleicht nehmen wir noch eine Lemonade mit dazu, muss ich gleich mal sehen. Also ich finde es ganz gut, dass man hinten in die Küche mit reingucken kann, was sie machen. Hier vorne ist dann der Soda Dispenser, wo ihr Free Refills habt. Und ich habe gerade mitgekriegt, also ihr bekommt eine Nummer und dann wird die ausgerufen und dann könnt ihr euch das Essen abholen. So, wir haben bestellt. Wir sind die Nummer 11, die gleich aufgerufen wird. Und wir haben zusammen, also eine Portion, $17.57 bezahlt für Fish and Chips. Ich hoffe mal wirklich, dass es das wert ist. Bin mal gespannt. Ihr habt hier natürlich auch die Möglichkeit, draußen zu sitzen. Allerdings ist es schon relativ heiß wieder draußen. Und deswegen sind wir jetzt hier drin geblieben, ist zumindest schöne Airconditioning. Und wir können hier von drinnen auch den Slingshot sehen. Der ist hier direkt hinter der Palme. Momentan ist noch keiner abgeschossen worden, aber das kommt vielleicht noch. Und ihr habt eigentlich einen schönen Blick von hier drin und eben gekühlt. Also kann ich nur empfehlen. Und das ist unsere Kombo. Wir haben Fisch mit dabei, darunter sind die Pommes. Ich habe mir zwei Soßen ausgesucht, und zwar die Southwest Ranch und die Cocktailsoße. Kleine Zitrone ist noch mit dabei. Ich würde sagen, probieren wir mal. So, wir haben drei von diesen Fischsticks. Die sind relativ groß, fast so groß wie meine Hand. Ich würde sagen, es tropft ziemlich, aber wir probieren einfach mal. Ist heiß. Heiß. So sehen sie von innen aus. Geschmacklich, die sind gut. Ob sie Fish and Chips sind, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber geschmacklich sind sie völlig in Ordnung. Neue Nummer aufgerufen worden von allen anderen. Könnten ein bisschen mehr Geschmack haben. Sehr wahrscheinlich haben sie deswegen die Soßen mit dabei. Aber ich probiere schon mal eine Pommes. Das mal ohne alles. Wie gesagt, nur mit Sea Salt drauf. Also die Pommes hat mehr Geschmack als der Fisch, was interessant ist. Wobei, er ist wirklich nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, lohnt sich das wirklich für $17.57? Kriegt man das woanders günstiger? Sehr wahrscheinlich schon, aber es ist eben Gordon Ramsay. Aber ich würde auf jeden Fall nochmal wiederkommen, weil generell schmeckt es mir. Auch der Fisch ist ganz gut. Wie gesagt, könnte ein bisschen mehr Geschmack sein. Aber das ist ja eben auch Geschmackssache. Allerdings eine Sache, die mir an dem Fisch gut gefällt, ist eben der Batter drumherum. Der ist schön crunchy, obwohl er gerade so getropft hat. Und das gefällt mir gut, dass er nicht so soft und muschig ist. Das war unser kleiner Trip hier nach Gordon Ramsay in sein Fish and Chips Restaurant im Icon Park in Orlando. Und generell hat es mir ganz gut gefallen. Fisch und Chips waren in Ordnung. Der Fisch hätte ein bisschen würziger sein dürfen, meiner Meinung nach.
Aber ich würde nochmal hinkommen und das machen wir auch. Und das packe ich gleich noch hinten an das Video mit dran. Denn die Jungs, mein Mann und mein Sohn, die kommen uns die Tage aus Texas besuchen. Da werden wir ja auch hingehen. Und das zeige ich euch, was wir da bestellt haben. Da gibt es nämlich noch Dirty Fries und Kombos, wo dann Fisch, Shrimp und Chicken mit dabei ist. Und ich lasse euch wissen, was sie davon gehalten haben. Wir sind ein paar Tage später, als mein Mann und mein Sohn uns aus Texas besucht haben, nochmal zu Gordon Ramsay gegangen. Da haben wir nochmal dreimal Fish and Chips bestellt und mein Mann hat sich eine Combo bestellt, wo Fisch, Chicken, Shrimp und Dirty Fries mit dabei waren. Dirty Fries war jetzt zusammen mit Bacon Bites und so weiter. Uns hat allen super gut geschmeckt und ja, wir waren zufrieden. Ja, wir wollen gerade wieder zu unserem Auto in der Parkgarage und wir stecken im Fahrstuhl fest. Immer noch auf der ersten Etage, aber selbst wenn wir drauf drücken, es tut sich nichts und wir kriegen die Türen auch nicht auf. Ja, ist okay, würde ich mal. Ja. That's not fun. Vielleicht drückst du mal den Alarmknopf. Der ist da unten. Drück mal ja. Alarm. Oder Telefon. Das geht. Ja, aber geht ja auch wieder aus. Halt mal vielleicht fest. Vielleicht mach so einen kurzen Signal zu den Leuten, dass sie arbeiten, so ey, mit diesem Fahrstuhl. Mach vielleicht mal die Glocke. Hello, we're stuck in the elevator. The doors aren't opening and the elevator isn't moving up and down. The other buttons on the thing aren't doing anything. Oh. Ja, das war lustig. Wir haben Emergency gerufen. Da hat aber irgendwie keine Antwort erstmal gegeben. Wir hatten aber Glück, dass draußen Leute scheinbar am Fahrstuhl standen, die gedrückt haben und haben uns damit von außen die Tür wieder aufgemacht. Die haben natürlich gewarnt, dass wir da nicht reingehen und haben jetzt den zweiten Elevator genommen und sind jetzt zum Parkdeck hochgefahren. Interessant, kann ich aber darauf verzichten. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und in diesem Sinne bis zum nächsten. Tschüss!